Hallo meine lieben Seelensterne, ja herzlich willkommen zu dem neuen Orakel. Wir schauen also natürlich wieder auf dich hier in den nächsten Tagen. Was erwartet dich? Was kommt auf dich zu? Ja, mit was beschäftigst du dich? Wie ihr wisst schon, immer diese kleine Short Message und ich versuche natürlich auch die kürzer zu halten. Gucken wir mal, was ich heute alles zeigen möchte. Ihr wisst ja, es ist ein allgemeines Kollektiv, das heißt, ihr könnt damit in Resonanz gehen oder eben auch nicht. Ich muss es leider immer wieder erwähnen, ne, weil das, was ich hier auslegen darf, eben nun mal keine persönliche Legung ersetzt. Aber ihr wisst ja, wenn ihr die gerne haben wollt, ihr könnt mich sehr gerne anschreiben und dann vereinbaren wir einen persönlichen Termin und dann gucke ich auch auf deine persönliche Situation. So, wir starten und wir haben hier einmal die Störche bekommen und wir haben hier einmal die Schlange. Jo. Störche sind ja immer hier das Zeichen, dass also etwas verändert werden darf bzw. verändert werden soll. Für mich ist es vor allem Flexibilität, die erforderlich ist. Das heißt, hier soll sich aber etwas zum Positiven wenden. Und wir haben hier die Schlange. Das kann sich jetzt hier bei dir bezüglich einer Person handeln, ne? Dass ich hier vielleicht hast du gerade Stress oder irgendein Problem mit einer weiblichen Person. Das kann hier eine Freundin darstellen, eine Mutter darstellen. Ihr wisst ja immer, egal auf wen ihr hier schaut, es kann sich aber auch hier um irgendeine Sache noch handeln, in der man irgendwie noch feststeckt, wo man gerade noch ein bisschen verstrickt ist, vielleicht noch abhängig ist. Und da sieht man, dass sich also hier bezüglich entweder einer Person oder einer Thematik auf alle Fälle etwas wandeln darf. Das heißt, vielleicht auch der kleine Appell an dich hier, ein bisschen die Sichtweise zu verändern. Ja, schau dir, betrachte diese Person oder betrachte diese Situation mal aus einer anderen Perspektive. Ja, versuche da vielleicht auch mal die Sicht aus dieser Person zu sehen. Ja, also versuche da mal ein bisschen auch dich selber zu wandeln, was das betrifft, weil die Störche kündigen schon eine Veränderung an, auch zum Positiven. Das heißt, dass also hier etwas, was vielleicht sich schon rausgezögert hatte, wo man viele Umwege gegangen ist, dass sich das nun eben, wie gesagt, verändern darf. Wir schauen uns jetzt mal die Klärungskarten dazu an. Und da haben wir hier einmal den Hund bekommen und wir haben hier einmal die Sonne. Okay, also es kann wirklich hier bei einigen sich um eine Dame handeln, vielleicht um eine Freundin, ja, wo es ja vielleicht Schwierigkeiten gab, wo ihr Meinungsverschiedenheiten hattet, wo einfach das nicht ganz so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Es kann hier ein Vertrauensthema natürlich die Rolle gespielt haben oder vielleicht auch eine, ja, oder das Thema der Treue und Loyalität, ne? Auch das Thema Selbstwert haben wir hier mit dabei. Also man sieht aber, dass sich das Ganze hier zum Positiven verändert. Das ist das, was die Störche auch eigentlich hier auch schon ankündigen. Es kann aber sein, dass hier durch das, dass du deine Sichtweise veränderst oder deine Meinung veränderst, natürlich hier auch nochmal eine Sache hier beleuchtet wird. Ja, vielleicht gab es hier einen Vertrauensbruch oder hier war jemand, wie sagt man denn, in einer Abhängigkeit drinnen, was Verbindlichkeit betrifft. Ja, vielleicht konnte jemand nicht so handeln, wie er hätte gerne handeln wollen, sage ich jetzt mal. Ne? Und jetzt kommt da aber durch das, dass hier eine Veränderung reinkommt oder dass man vielleicht auch, wie gesagt, seine Sichtweise oder die Perspektive verändert, so eine Erkenntnis auch mit rein, warum diese Person das vielleicht getan hat oder was so die Ursache war. Ja, dass man sich vielleicht auch hier, weil wir haben ja den Hund auf die Störche, das heißt, auch in Sachen Vertrauen sich was verändern darf, in Sachen, wie gesagt, Loyalität, dieses Verantwortungsbewusstsein, Pflichtgefühl haben wir hier noch mit drin. Dass also hier, wie gesagt, wirklich eine Leuchte reinkommt, sage ich jetzt mal, dass wirklich das Scheinwerferchen genau auf dieses Thema hier gelichtet wird. Also wie gesagt, es kann hier mit einer weiblichen Person zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass hier über Umwege eine Veränderung reinkommt oder etwas, was dich halt, wie gesagt, jetzt hier verzögert hat, ja, und dass du jetzt sozusagen die Erkenntnis darüber bekommst, warum sich das Ganze hier
ja, so in die Länge gezogen hat, die rausgezögert hat. Es kann natürlich auch in Sachen Seelengefährten hier eine Thematik hier auch sein mit dem Hund, ja. Kann auch ein neuer Mensch sein, der Hund, der in dein Leben gekommen ist, der jetzt bei dir hier sehr viel verändert. Und das heißt, dass also diese schwierigen Phasen, die du bis dato hattest, ja, oder wo etwas ja nicht so gelaufen ist, dass sich das nun, wie gesagt, jetzt hier lichtet und sich zum Positiven wendet. Also ja, wir haben wieder mehrere Szenarien mit dabei. Also du musst hier wirklich gucken, was ist hier stimmig. Also zum einen, wie gesagt, in Freundschaftsthematiken kann sich hier wieder etwas zum Positiven verändern. Also gerade wenn da irgendwo Probleme stattgefunden haben, dann natürlich für dich selber kann es hier auch eine Leuchte sein, wenn du noch eine Mutterthematik hattest, dass man hier feststellt, ach, wegen dem und dem Grund oder wegen der und der Sache war ich hier noch abhängig, verstrickt, habe deswegen mein Pflichtbewusstsein hier ausgeübt, habe immer gemeint, ich müsse verbindlich sein. Also solche Themen können es hier auch sein. Oder es lichtet sich, wie gesagt, in Sachen Seelengefährten hier etwas in deine Richtung, wo vielleicht auch noch eine dritte Person mit eine Rolle gespielt hat, ja. Also gerade hier, die vielleicht auf jemanden gucken, der noch in einer Partnerschaft ist oder war, oder wo es sonstige Personen im Umfeld gaben, die da eingewirkt haben, dann könnte man hier auch sagen, dass dein Gegenüber hier auch die Leuchte kriegt, ne, und sagt, ich war da immer so verbindlich gegenüber meiner Mutter oder ich konnte mich nicht von dieser Ex ablösen oder da war noch die und die eine Verbindlichkeit oder da hatte ich mit dem Schuldgefühl und mit dem Pflichtbewusstsein, dass ich die Verantwortung trage, so ungefähr, hatte ich da noch zu kämpfen. Also hier haben wir wieder, wie gesagt, mehrere Informationen. So, jetzt schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier das Einhorn. Ja, da geht es um die Reinheit. Das soll also wieder etwas gereinigt werden. Kündigen ja auch hier schon die Störche an. Man fängt also an, hier letztendlich die Thematiken ein bisschen zu hinterfragen. Ja, das heißt, warum ist jetzt etwas passiert oder warum habe ich so und so gehandelt? Ja, also es kommt hier schon Licht in eine Sache rein. Ja, entweder, wie gesagt, in Bezug auf dich, in Bezug auf eine Freundin, in Bezug auf den Wunschpartner. Es ist wie so, ja, wie so eine große Erkenntnis, nehme ich das wahr, aber auch mitunter mit dem Verständnis zusammen, weil wir wissen ja, wir müssen erkennen, damit wir verstehen können. Und wenn wir es verstanden haben, dann können wir handeln. Und das heißt, hier ging es schon sehr stark um das Thema Vertrauen. Also da kann irgendwas vorgefallen sein, aber das ist letztendlich aus einer Abhängigkeit oder einer Verstrickung entstanden. Ja, also kann hier bei deinem Gegenüber Mutterthema sein, kann bei dir etwas sein. Ja, wie gesagt, schau mal, wie du da jetzt hier in Resonanz gehst. Wenn du sagst, es trifft eigentlich alles nicht auf mich zu, dann ist es auch nicht deine Legung. Kann sein, dass das heute wieder auch nur eine gewisse Gruppe betrifft. Aber ich würde schon hier, oder das, was ich hier wahrnehme, ist, dass hier wirklich so eine Riesenerleuchtung in eine Sache reinkommt. Das ist irgendwas, was man bis dato nicht wirklich verstanden hat. Ja, wo einfach verschiedene Erkenntnisse noch gefehlt haben, sage ich jetzt mal, und die kommen jetzt rein. Also das heißt, hier ja, haben wir einen positiven, glücklichen Ausgang letztendlich. Oder dass man sich einfach aus irgendetwas lösen kann. Ja, also irgendwas soll gereinigt werden ja, von der Schlange. Das heißt, hier geht es ja auch um das gewisse Thema der Heilung. Ja, also irgendetwas Negatives soll raus oder etwas, was, wie gesagt, sich sehr verzögert hat, was lästig war, wird sich aber nun hier wirklich zum Positiven wenden. Ja, also wir haben hier keine negativen Karten drauf oder dass sich nochmal irgendwas verzögern würde, sondern dass das letztendlich wirklich auch auf gelöst werden darf oder aufgearbeitet werden darf. So, schauen wir mal weiter. Wir haben hier nämlich, da bist nämlich du als die Dame draufgefallen und wir haben hier die Medikamente. Das heißt, war eine Anstrengung da oder war irgendetwas Unangenehmes? Vielleicht bist du verletzt worden, vielleicht war das aber auch ein Mangelzustand, in dem man war. Also entweder war es, dass du diese Person, auf die du hier guckst, also in der weiblichen Sache oder eben auf deinen Wunschpartner, dass man sagt, okay, das, was hier war, das hat mich sehr angeschlagen, das hat mir ja auch sehr viel Kraft geraubt. Ja, war keine schöne Zeit, wie man hier einfach sieht. Ja? Also sehr viele negative Ereignisse, vielleicht auch, die
stattgefunden haben, hat dir alles vielleicht auch ein bisschen auf das Gemüt gehauen, ne? So könnte man es ja auch sagen. Also man sieht schon, irgendwas verändert sich, geht jetzt raus. Also irgendeine schwierige Zeit oder irgendwas, was für dich unangenehm war, nicht geklärt war, sich verzögert hat, wie man es auch nennen mag, wird sich aber für dich jetzt hier rauslösen. Ja, also irgendwo kommt hier eine Erkenntnis rein, irgendwas wird sich verändern, ob das jetzt du bist, die dann da was macht oder ob es jetzt hier auch das Gegenüber ist. Das werden wir sehen oder beziehungsweise das musst jetzt du für dich hier schauen. Aber auf jeden Fall, Medikamente dienen ja auch damit wieder etwas gesundet. Das heißt, es muss ja wieder ein Wechsel stattfinden. Das heißt, wir gehen ja immer abwechselnd, ne? Wenn es Schattenzeit war, dürfen wir auch wieder ins Licht gehen. Und nach einer Zeit wird es auch irgendwann wieder mal in die Schattenzeit wechseln, weil das einfach im Leben dazugehört, ne? Und dass wir auch nicht immer alles als selbstverständlich sehen, sozusagen. Aber ja, von der Energie her sehr schön. Wir haben hier ein Boxing. Das heißt, hier wird, wie gesagt, etwas an die Öffentlichkeit kommen. Man fängt auch an zu überprüfen. Das heißt, ja, schaut sich die Dinge genau an. Aber es kommt, wie gesagt, etwas raus. Und wir haben hier Chapeau. Und das ist, ja, dass man Anerkennung erhält, ja, dass man vielleicht Wertschätzung und Respekt auch im Außen bekommt. Irgendwo kommt hier eine Art Erstaunen rein. Also ich nehme das so als Energie wahr, dass du vielleicht auch mit dem, was hier liegt, gar nicht mehr gerechnet hast. Ja, dass es irgendeine Situation ist, wo man sagt, ja, da wird sowieso nichts mehr, ne? Das hier ist Feierabend, da geht sowieso nichts mehr weiter, das ist nur noch verstrickt und kompliziert. Also wirklich so dieses, ja, ich würde sagen, dass du nicht mehr damit gerechnet hast, dass sich also hier etwas wandeln kann oder dass sich vielleicht auch jemand anders wandeln kann. Ja, so diese Energie kriege ich hier rein. Aber hier öffnet sich etwas. Ja, also hier wird sich dir etwas darbieten, darstellen, ja, das mit dem du, wie gesagt, absolut gar nicht mehr gerechnet hast. Ja, mit dem du vielleicht auch sogar schon abgeschlossen hattest. Ja, soweit kann ich dir das sagen. Also hier kommt eine Bereinigung rein. So, wir schauen jetzt mal die nächsten Karten an. So, da haben wir hier einmal das Buch. Ach, guck, die Mäuse. Na, hier wird etwas aufgefressen. Und wir haben hier die Nachrichten. Okay, also schau mal, das Geheimnis löst sich auf. Also irgendwo gab es etwas, was du nicht wusstest oder wo du vielleicht auch keinen Einblick dazu hattest. Ja, also entweder eine Thematik bei dir selbst, die sich nun löst. Eine Freundin, Freund, wo man oder irgendeine weibliche Person, wo man nun etwas erfährt, was man vielleicht vorher auch nicht wusste, ja, was dazu geführt hat. Oder eben über eine dritte Person, ja, gerade wie gesagt, die Dreierkonstellationen. Also irgendwas wird sich aber hier lösen. Das heißt, dieses geheimnisvolle, nicht spruchreife, ja, fressen die Mäuse hier weg. Ne, so könnte man es auch sagen. Weil man sieht ja, dieses Ungewisse, was hier war, ja, oder dass man sagt, man weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht, oder was die Ursache ist von etwas, ja, warum ist es so kompliziert, ja, warum ist es so verstrickt? Da hat man vielleicht sich bis dato hier einen Riesenschädel gemacht, ne, man hatte keinen Einblick dazu, man wusste nicht, warum ist das Ganze hier und wieso geht es dann wieder schief und wieder, vielleicht wiederholen sich die Dinge. Das wird sich nun hier auflösen und du wirst eine Mitteilung dazu bekommen. Hoppala, jetzt bin ich wieder an der Kamera angedatschelt. Also hier kommen Nachrichten rein. Oder man wird etwas kommunizieren, sage ich mal. Ja, wir haben hier den Brief. Ist ja für mich die Oberflächenkommunikation. Das heißt, man wird es dir mitteilen. Es kann aber sein, dass man hier noch nicht wirklich in die Tiefe geht, sondern dass es einfach jetzt nur mal um diese Mitteilung an sich geht. Was jetzt der Grund war, ja, oder warum das Ganze so entstanden ist. Und dann erstmal in die Tiefe mit dem Gespräch geht. Also hier geht es jetzt erstmal darum, dass dir also etwas eröffnet oder mitgeteilt wird. Ja, so, dann haben wir hier einmal den Bären drauf. Es kann also hier etwas aus der Vergangenheit sein. Und wir haben hier den Herzensmann drauf. So, theoretisch, da theoretisch hätten wir jetzt einmal hier jemanden aus der Vergangenheit und wir hätten hier einmal den Herzensmenschen. So, das kann jetzt
ein und dieselbe Person sein, ne? Je nachdem, wie du gerade hier zu deinem Herzi-Perzi stehst, ja, dass man sagt, okay, wir hatten schon länger keinen Kontakt mehr. Eigentlich ist es für dich jemand aus der Vergangenheit, weil man hat nicht mehr miteinander kommuniziert oder man hat dir überhaupt keinen Kontakt mehr, ja, dann würde das passen. Das heißt, dann bringt also hier jemand den Mut auf oder kommt hier jemand letztendlich in seine Stärke, um dir dann nun endlich mitzuteilen, um was es hier geht. Na, also, dass man versucht, also hier Licht in die Sache reinzubekommen. Es kann natürlich hier auch mit den Störchen und der Schlange um zwei weibliche Personen gehen. Ja, wenn man jetzt das mal aus der Sicht des Herzensmenschen betrachtet, vielleicht hat er hier Frau und vielleicht noch eine Tochter oder es waren zwei Damen beteiligt, einmal eine Ex und einmal eine Ex-Freundin oder die Mutter und noch irgendeine Dame. Also hier haben wir mehrere, ne? Ja, dass vielleicht eben genau zu diesem Tumult hier, wenn man hier hat oder dieses Verstrickte hier geführt hat, dann wird man dir das aber jetzt aufklären. Und das ist das, was ich schon etliche Male, ja, wer es regelmäßig guckt, immer wieder liegen hatte, wo ich gesagt habe, dieser Mensch wird es versuchen, ja, auf dich zuzukommen und wird es dir erklären, auch wenn man vielleicht jetzt gerade hier noch die Angst hat, weil der Bär ist ja, dass man mutig ist und ja, in die Stärke kommt, um überhaupt in die Kommunikation zu treten. Ne? Man sieht also hier gerade noch die Ängste, die drauf sind. Aber diese Geheimnistuerei, ja, oder das, was man hier einfach auch nicht offenbart hat, ist ja auch, wie man sieht, eine sehr belastende, nagende Sache bei deinem Gegenüber. Ja? Also wir können hier, wie gesagt, es kann eine und dieselbe Person sein. Oder es ist einfach so, dass du aktuell vielleicht in einer Partnerschaft bist oder jemanden kennengelernt hast, wo jetzt eigentlich alles sehr positiv ist und wo schon langsam sich das Feld lichtet. Das heißt, dass du dich vielleicht auch neu ausgerichtet hast, ja, und gesagt hast, gut, ich lasse das Alte und Vergangene los und konzentriere mich auf eine neue Partnerschaft. Kann ja auch sein, ne? Und dann kann es sein, dass du ihm, dass du vielleicht auch deinem neuen Partner hier mitteilen wirst, dass sich vielleicht nochmal jemand aus der Vergangenheit gemeldet hat. Ja, also auch das wäre möglich, je nachdem. Aber ich nehme sehr stark wahr, dass es hier um jemanden geht, ja, der sozusagen, wie gesagt, zurückkehrt oder jetzt endlich da ja den Mut auffasst, überhaupt mal auf dich zuzugehen. Ja, wie gesagt, erwarte nicht zu viel, weil der Brief ist jetzt erstmal dieses Annähern wieder oder überhaupt mal da in die Kontaktaufnahme überhaupt wieder hineinzugehen, sage ich mal, weil momentan oder wie man hier sieht, hat ja in der Vergangenheit hier nicht unbedingt Kontakt geherrscht, ja, sondern dieses Nicht-Wissen und was ist jetzt eigentlich Sache und wie geht's weiter, das hat schon ganz schön genagt, auch an dir, sage ich jetzt mal, ja, also an ihm, an dir. Aber wie gesagt, guck mal, für alle die, die jemand Neues kennengelernt haben und jetzt in einer super schönen positiven Phase drin sind, ja, dann wird hier jemand auf dich nochmal zukommen, der aus der Vergangenheit ist. Und das kann sein, dass du dann mit deinem aktuellen Herzensmenschen darüber sprichst. Ja, auch das wäre hier möglich. Und ansonsten ist es hier ein und dieselbe Person. So, schauen wir uns mal aber die nächsten Karten an. So, da haben wir den Seelenaufstieg. Ja, es gibt keine Fehler, sondern nur Erfahrungen. Man hat also hier ja, erstmal auch Erfahrungen sammeln müssen. Hier haben wir auch eine Lebensveränderung da, wie man sieht. Und hier geht es aber in erster Linie auch für dich, dass man sagt, hey, pass auf, ja, du hast hier in deiner Vergangenheit Erfahrungen gemacht. Vielleicht, ich hatte das schon mal liegen, weil mir das gerade wieder aufploppt hier. Schwangerschaft, ne? Störche, Dame, Störche, Schlange. Das ist hier, das hatte ich doch auch in einem Orakel, wo ich gesagt habe, naja, wenn da nicht mal diese Dame schwanger ist oder sie schwängern lassen hat, vielleicht wusste man das zu dem Zeitpunkt schon, dass die schwanger ist oder dass da irgendwas ist und man hat es dir aber nicht gesagt. Ja, und es kann natürlich auch hier sein, dass dieser Mensch letztendlich hier rumgeeiert hat mit irgendwas. Also auch hier bekomme ich wieder so ein bisschen dieses, man hat dir nicht die volle und ganze Wahrheit in verschiedenen Dingen gesagt. Ja, wir haben ja zwar nicht den Fuchs drauf liegen, nur mit der Schlange ist es natürlich auch so eine verzwickte Geschichte. Ja, das heißt, also irgendwo irgendwo was war, was man dir verheimlicht hat oder dir nicht gesagt hat oder in welchen Abhängigkeiten man vielleicht noch gesteckt hat. Irgendwas hat man dir letztendlich nicht mitgeteilt, ja, oder man hat nicht mit dir darüber gesprochen. Und jetzt ist es natürlich auch für dich, gerade wenn du hier, ja, einen neuen Partner kennengelernt hast und hier sollte nochmal jemand aus der Vergangenheit kommen, ja. Es ist ja schön, wenn er dir das mitteilt, noch bitte entscheide, ob du sagst, okay, mache ich
das jetzt nochmal zum zweiten Mal mit. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man nochmal den Fehler zweimal begeht, ne? Sondern wirklich zu schauen, weil man muss hier auch ganz klar sagen, wenn also hier noch eine Dame involviert war, ja, oder vielleicht sogar mehrere Damen, sage ich jetzt mal, ja. Natürlich musst du auf dein Herz hören, aber ich sage hier auch, ja, du bist die Königin, du bist keine Option. Ja, und das heißt, auch wenn man dir hier aus irgendwelchen Dingen etwas nicht mitgeteilt hat, musst du für dich entscheiden. Also es ist wirklich nur die Leute, die jetzt hier jemanden Neues kennengelernt haben, der dir sehr gut tut, der positiv ist, der Glück hineinbringt, der deine Verstrickungen löst, ja, der sozusagen deine Reinheit wieder zurückbringt, ja, der dich wertschätzend und respektvoll behandelt, ja, also jemand, der einfach hier dich wieder auf die Sonnenseite des Lebens bringt, dann überlege, ob du hier wirklich nochmal in die Vergangenheit zurückschauen möchtest und betrachte auch diese Situation ganz genau, ja, weil du hast jetzt sehr viel hier gelernt, du hast dir sehr viel angeeignet, das Buch ist ja auch das Lernen, ja, du hast sehr viel über deine eigenen Ängste vielleicht auch gelernt, vielleicht hattest du ja auch Angst, verschiedene Dinge auszusprechen und hast deswegen auch selber rumgeeiert, ne? Jetzt geht es darum, einfach die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Ja, das ist dieser Seelenaufstieg. Ja, die Störche, wie ich hier schon hatte, Meinungsveränderung, Sichtweisenveränderung. Vielleicht war man in einer Art Bedürftigkeit und Mangel drinnen, ja, und hat gemeint, diese Person ist es, ja. Und jetzt stellt man fest, dass es dies eigentlich nicht ist, ja, weil dir dieser Mensch vielleicht auch gar nicht das geben konnte, was du ja, an Prioritäten hattest, ja, was du dir eigentlich gewünscht hattest. Und dann ist es ein bisschen so der Appell darauf, dass man sagt, okay, auch wenn diese Person nochmal zurückkehrt, dann guck dir genau an, was man dir hier mitteilt, weil letztendlich ist es wieder oberflächlich, ja. Es ist die Kontaktaufnahme, aber erwarte nicht gleich, dass hier jemand in die Vollen steigt, sondern es ist eine Annäherung, ne? Du musst natürlich hier für dich selber entscheiden, ob man sagt, will ich das oder will ich das nicht. Wenn es nur um eine Aussprache geht, dann befürworte ich das immer, dass man einfach diese Sachen auch klären kann oder klären sollte. Aber entscheide dann wirklich aus dem Herzen raus, ob man sagt, okay, kann ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben? Und wichtig ist, dass du dich dann auch nicht als Option fühlst. Das heißt also wirklich da, ja, jetzt hat dann jemand irgendwo mal kapiert oder vielleicht ist es hier mit mehreren Trollern nicht zustande gekommen und dann erinnert man sich plötzlich wieder an dich. Frag mich nicht, warum ich das so reinkriege, aber bitte beachte das. Ja, also. Ich sage immer, müsst auf euer Herz hören, ne? Das ist immer das Wichtigste, das kann euch nicht in die Irre leiten. Bitte nicht auf den Verstand, aber auch das zu betrachten, ne? Wie hat man dich behandelt? Wie ist man mit dir umgegangen? Das bekomme ich einfach hier gerade rein, ja? So, dann haben wir hier das Thema der Partnerschaft, ja? Auch hier haben wir wieder die Verbindlichkeiten da. Klar, möchte man oder derjenige, der das jetzt hier erkannt hat, möchte natürlich auch an eine Beständigkeit, ja, oder man möchte etwas festmachen. Genauso liegt es aber auch an dir. Das heißt, hier kannst du schon die Qual der Wahl haben, beziehungsweise die Entscheidung haben, gehe ich nochmal in die Vergangenheit zurück oder lasse ich mich nochmal auf die Vergangenheit ein? Oder entscheide ich mich für etwas Neues? Was wir hier auch mit dem Hund schon haben, ja, was für dich jetzt eigentlich gerade positiv ist, wenn du in dieser Sache steckst, wenn du sagst, okay, nee, ich habe hier niemanden kennengelernt, ja, es gibt hier keinen neuen Partner in meinem Leben, dann ist es hier, wie gesagt, dein Herzensmensch, der aus der Vergangenheit auftaucht und auch dann ist es aber auch für dich zu überprüfen, ob man sagt, gut, wie schaut es jetzt hier aus, ja, kann man da etwas festmachen, kann man da Beständigkeit erwarten, würde das überhaupt in diese Richtung gehen, die du eigentlich haben möchtest? Oder ist es wieder irgendwie so ein oberflächliches Gedönsel? So, und dann haben wir hier die Bibel. Das heißt, es ging also hier um falsche Glaubenssätze, die eine ganz große Rolle gespielt haben, um festgefahrene oder eingefahrene Muster. Ja, auch hier haben wir wieder die sture und starre Haltungsweise drauf, die ich auch hier schon in letzter Zeit öfters beim Gegenüber angesprochen habe. Das heißt, hier hat sich jemand nicht von seiner Meinung abbringen lassen. Ja, hier war jemand sehr stur und hat halt hier auch seinen Stiefel durchgefahren, weil man so gedacht hat, man könnte so irgendwo was aufbauen. Ja, also wer die letzten Orakel gesehen hat, ne, von der Energie her, es ist schon heftig. Aktuell zieht sich dieses Thema leider noch durch. Nun will man das Ganze aber verändern, wie man sieht. Ja, also hier hat man aus seinen Fehlern, sage ich mal, gelernt und man möchte auch keinen zweiten Fehler mehr machen, ne? Aber letztendlich entscheidest ja du.
na, wie das vonstatten geht. Und deswegen würde ich sagen, okay, wenn er dir was mitzuteilen hat, dann guck es dir an, ja, und schau, ob das wirklich, ja, ob dieser Mensch tatsächlich das so umsetzen kann, wie er es dir vielleicht mitteilt. Also hier geht es nicht mehr um die Worte, sondern hier geht es eher um die Taten. Ja, auch das hatten wir schon mal, wo ich gesagt habe, lasst euch nicht mehr hier belullen von etwas, sondern lasst euch das Ganze hier auch wirklich zeigen. Das heißt, auch wenn du hier in einer neuen Partnerschaft bist und das macht dich momentan sehr glücklich und so weiter, und er fängt jetzt dir da hier wieder an, ihr Honig ums Maul zu schmieren, das bringt alles nichts, sondern wenn, dann muss es dir wirklich hier zeigen, ja, dass es das wert ist, dass du hier vielleicht aus einer tollen Partnerschaft rausgehst, ja. Aber auch anders, wenn du nicht hier irgendwo involviert sein solltest, auch dann muss es dir zeigen, dass es wert ist, dass du dich hier nochmal umdrehst, sozusagen. Ja, so würde ich das hier gerade interpretieren. Wir haben nämlich die Ananas drauf. Das heißt, ja, man möchte im Endeffekt wieder die Süße des Lebens genießen, ne? Man kann schon sein, oder man kann schon sagen, dass hier in einer gewissen Weise was ausgereift ist. Also, dass hier jemand schon etwas dazugelernt hat, ja. Also, man möchte schon eigentlich wieder glücklich sein, ja. Aber hier haben wir auch wieder das Thema der Sicherheit drauf, ne? Und wie gesagt, du musst jetzt für dich schauen. Für den einen kann es eben, wie gesagt, etwas mit einer neuen Partnerschaft zu tun haben. Für den anderen eben genau dieses Thema aus der Vergangenheit oder eben noch das ein oder andere Thema bei dir selbst, ja? Oder wie gesagt, mit einer anderen Dame. Wir haben wieder so ein Kuddelmuddel heute. Man will ankommen, so sehe ich das. Und wir haben hier das Pendel, ja. Und das, was man hier eigentlich letztendlich erkannt hat, ja, oder das, was hier ausgereift ist, da kann man schon sagen, dass hier jemand oder dass jemanden damals einfach die fehlende Intuition oder die Intuition gefehlt hat, sagen wir es mal so, ja. Man hatte kein Vertrauen, man hat alles in die Hände einer anderen Person gegeben oder man hat es einfach, boah, man hat gesagt, dann ist das halt so, ne? Also man hat da das dem Schicksal einfach überlassen, anstatt dessen irgendwo selber in die Aktion zu gehen. Ja, das ist, was man hier eigentlich erkannt hat oder beziehungsweise wo man da diese Geschichte jetzt mit anderen Augen sieht. Und das kann jetzt eben, wie gesagt, dich selber betreffen. Es kann in Bezug auf eine Dame sein, mit der du gerade Clinch hast, ne? Dann wäre die männliche Person hier einfach diese Aktivität, dass jetzt hier einfach ja, Action reinkommt und man sich mit dir in Verbindung setzt. Oder wie gesagt, jemand aus der Vergangenheit und dann hast du halt noch eventuell den neuen Herzensmenschen da, wie auch immer, ja, oder den neuen Partner, mit dem du gerade da zugange bist. Auf jeden Fall ist es so, man hat das erkannt, ne? Man wollte schon Beständigkeit oder man wollte eigentlich in eine feste Partnerschaft, aber durch diese ganzen Muster, Glaubenssätze und ganzen Gedünsel, was man hatte, ging das halt nicht, ja. Und jetzt hat man erkannt, dass letztendlich man hätte selber eigentlich was tun müssen, beziehungsweise dass man selber seines eigenen Glückes Schmied ist, ne? Also hier ist schon eine gewisse Erkenntnis hineingekommen und darum sage ich ja, Wandel, der jetzt stattfindet, ja, etwas, was sich wirklich rausgezögert hat und ich muss es nochmal wiederholen. Du wirst oder du hast nicht mehr damit gerechnet. Ja, das wird mit Sicherheit so eine Sache sein bei vielen um das Thema des Herzensmenschen, dass man sagt, ja, der ändert sich sowieso nicht, ja, oder der ist überhaupt gar nicht in der Lage, sich zu verändern. Ja, dann kann ich dir hier sagen, doch, dieser Mensch hat schon etwas begriffen, was er gemacht hat. Ja, definitiv. So, dann haben wir hier die Lilien, das heißt, es geht also um einen Ausgleich und eine Harmonie, die wiederhergestellt werden soll. Und wir haben hier den Klee und das zwar ziemlich schnell. So, es kann sein, dass dein Gegenüber, weil wir haben die Lilie hier rüber gespiegelt auf die Schlange, vielleicht noch verheiratet war und hat es dir nicht gesagt. Vielleicht noch irgendein anderes Eisen im Feuer hatte, hat man dir auch nicht gesagt. Vielleicht hier wirklich auch geschaut, wo ist das Gras grüner? Ja? Also alle solche Sachen, aber dir hat man es nicht gesagt oder man hat es vielleicht auch immer abgestritten. Man hat hier irgendwas verheimlicht. Es kann aber auch eine familiäre Sache gewesen sein, die man dir hier verheimlicht hat, dass man vielleicht so abhängig von seiner Mutter ist, dass man sich viel von seiner Mutter vorschreiben lässt. Dann kann es noch mit einer Ex zu tun gehabt haben und so weiter und so weiter. Also werden wir hier jetzt nicht rausfinden, ne? Aber denke, wenn du wirst wissen, um was es da geht.
Also irgendwo hat man hier hinterm Berg gehalten und auch mit der Kommunikation. Ja, und jetzt sieht man, das hat dir richtig viel Kummer bereitet, das hat an dir genagt. Ich sage ja, das hat dir richtig aufs Gemüt geschlagen, ne? Dieser ganze Scheiß, muss man schon sagen. Aufgrund dessen, dass hier jemand einfach, ja, dich, würde ich sogar mal sagen, ein bisschen hintergangen hat. Ja, also direkt lügen. Kann ich jetzt hier nicht so sagen, weil wir den Fuchs nicht direkt dabei haben. Ja, aber es geht schon in die Richtung, weil ich meine, wie bringt man das auseinander, dass man sagt, ja, man hat dir nicht die Wahrheit gesagt, aber man wollte dich auch nicht anlügen. Ne? Also das ist, ja, also für mich gibt es da wenig Unterschied, weil wenn mir jemand hier nicht die Wahrheit sagt, dann ist es halt einfach mit einer Lüge bestückt. Ne? Also ist aber meine Meinung dazu. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Aus welchen Beweggründen das natürlich passiert, ist wiederum auf ein anderes Blatt geschrieben. Aber ich sage mal so, niemand hat es verdient, dass man belogen wird, sondern dann wäre es halt vielleicht schön, wenn man sagt, du pass auf, ich habe da einige Themen, ich kann aber nicht darüber sprechen, weil was weiß ich. Und dann weiß man es, aber bevor man hier irgendwelche Sachen erfindet oder vielleicht auch zu direkten Fragen, die du gestellt hast hier, ja, vielleicht hast du ihn auf die eine oder andere Sache mit Sicherheit schon mal angesprochen und dann hat man das Ganze hier bestritten oder sowas. Und das wäre ja dann auch, also man fragt, die Antwort lautet nein, und es ist eigentlich ja. Ja, ich weiß nicht, wie man sich hier dann das schönreden kann. Im Endeffekt nämlich gar nicht. Ja, Lüge bleibt Lüge. So ist es halt nun mal. Ja. So, dann haben wir hier den Ballon der. Der fällt mir schon aus der Hand. Siehst du, den Ballon der Hoffnung. Ja, man möchte nochmal das Beste aus einer Situation machen. Ja, man hat also irgendwo schon noch die Hoffnung, dass man es vielleicht nochmal drehen und wenden kann zwischen euch beiden. Und ja, man möchte also hier sozusagen etwas wieder neu aufbauen. Ja? Also hier möchte jemand für einen Ausgleich sorgen. Oder du bist es selber, ja, wo man sagt, ich habe keinen Bock mehr hier auf diese Verstrickungen, ich habe keinen Bock mehr auf Geheimnisse, ich habe keinen Bock mehr, dass ich irgendwo leide, dass ich irgendwelchen Ängsten wieder unterlegen bin, sondern ich werde das jetzt hier einfach kommunizieren, was Sache ist, damit ich also mit mir hier wieder in die Reinheit, in den Ausgleich komme. Ne? Das ist das, was wir hier mit dem Einhorn eigentlich schon haben. Oder wie gesagt, eine andere Person ist es, die das gerne möchte, weil man hat also die Hoffnung, und das hatten wir auch in den letzten Orakeln immer wieder liegen. Ne? Also ihr seht, die Energien ziehen sich hier durch. Hier haben wir auch nochmal den Klee, der eigentlich sehr schön zeigt, Hoffnung, 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 dass man doch irgendwo etwas verändern kann und sich aus einer Verstrickung lösen kann. Du wirst es mit Sicherheit hier schaffen, weil wir hier auf dich auslegen. Das heißt, was immer du auch hier vorhast und wie immer du dich entscheiden wirst und möchtest, ja, wird es für dich definitiv einen sehr positiven Ausgang haben, weil du wirst hier in deinen Selbstwert, in deine Selbstliebe zurückkehren, ja, und wirst erstmal für dich in den Ausgleich gehen. Ob da jetzt hier Karl-Heinzchen mit involviert ist oder nicht, ne, das weiß ich nicht. Das wirst du entscheiden dann. Aber letztendlich für dich haben wir hier definitiv einen Ausgleich und einen positiven, ja, ein positives Ereignis. So, wir haben hier einmal die Lilien drauf bekommen und wir haben hier einmal die Schlange, ja. Und da sieht man schon, es kann also wirklich sein, noch in der Winterszeit wird man sich aus diesen Verstrickungen lösen. Es kann aber tatsächlich sein, dass es hier auch um irgendeine Affäre oder sowas ging. Vielleicht warst du eine, kann auch sein, dass man hier gesagt hat, nee, also ich spiele hier nicht länger hier das dritte Rad am Wagen, ne? Ich bin mir mehr wert hier, ich löse mich aus dieser Sache raus. Oder ja, es findet hier ein familiärer Ausgleich statt. Es kann ja auch mit der Mutter sein, wo du vielleicht hier oder das Mutterthema, das hier geheilt wird. Auf jeden Fall geht es noch um eine kleine Zeitverzögerung, die wir drinnen haben. Aber ich würde auch hier sagen, dass sich das die ganze Winterszeit eigentlich schon gezogen hat. Ja, also hier hat die oder hier hat jemand die ganze Winterszeit diesen Mist hier rausgezogen, ne, und hat da nichts gesagt oder hat die Zeit auch vielleicht gebraucht, wie auch immer. Ja, oder man möchte einfach, oder man hat hier wirklich nochmal die Hoffnung, also das wäre der allerschlechteste Fall, aber ich kriege es ja gerade auch nochmal rein als Information. Es wäre der schlechteste Fall, dass man hier wirklich tatsächlich auf dich zugeht und nochmal von vorne mit dem ganzen Scheiß hier anfängt, ne? Obwohl man zwar einiges erkannt hat, ne?
aber trotzdem noch so weit in diesen Sachen drinnen steckt, dass man also wirklich versucht, dich nochmal hier davon zu überzeugen, wieder so eine Art Techtelmechtel anzufangen. Ne? Und da würde ich sagen, nö. Na, also, na, weil da bist du dir mehr wert. Also es kann tatsächlich sein, weil die Anziehungskraft ist da, vor allem sexuell, ja, dass hier jemand wieder versucht, vielleicht können wir ja doch nochmal und so weiter, und wieder ist auf die sexuelle Schiene versucht, und hier rumzueiern. Dann würde ich dir sagen, dass da jemand nochmal die Hoffnung drauf hat, ne? Weil wir dürfen hier, wie gesagt, das nicht vergessen, dass jetzt etwas herangereift ist und dass man vielleicht ein paar Dinge erkannt hat, ja, aber es könnte sein, dass man dich nochmal verführen möchte oder diese Person aus der Vergangenheit dich nochmal verführen möchte und dir vielleicht auch deine neue Partnerschaft ein bisschen madig machen würde, weil wir haben hier die Schlange, ja, zweimal die Schlange. Es ist auch mit Neid. Na, hier geht es dir gut, ja. Du hast dich hier zum Positiven entwickelt, hast dich rausgeholt aus einer Sache, ja. Und jetzt fällt es der vergangenen Person plötzlich ein, okay, ich summe hier rum, mir geht es hier schlecht, ihr geht's gut. Na, dann könnte ich ja mal wieder anknüpfen. Ja? Ich muss es leider mit reinnehmen. Also achte darauf, ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Achtung. Weil mit dem Seelenaufstieg, du bist gut unterwegs, ja. Guck mal, ne, dass du nicht vielleicht hier wieder in eine Art Wiederholung reingehst, sondern wirklich schauen, was hat dir dieser Mann, der hier kommt, wirklich zu bieten. Ne? Also, wie gesagt, Worte werden hier nicht mehr helfen. Und wenn das dann wirklich nochmal auf diese Schiene probiert, in der Hoffnung, dass du nochmal da aufsteigst, na dann Prost Mahlzeit. Ja, schau mal, wir haben hier das Karussell. Ja, man dreht sich im Kreis. Es geht hier nochmal um eine Wiederholung und es kann nochmal eine Wiederholung werden. Im Endeffekt liegt es an dir. Ja, ob du da nochmal in diese Sache hineingehst, und wir haben hier das Grab, weil letztendlich geht es darum, dass es hier um einen Neuanfang geht, um eine Transformation. Ja. Und etwas darf also sozusagen zu Ende gehen. Und gerade wenn du hier eine Affäre warst, ja, dann mach bitte nicht mehr den gleichen Weg hier oder den gleichen Fehler, nochmal in eine Affäre reinzugehen oder nochmal diesen gleichen Schmarrn, sondern wenn, dann muss er dir hier wirklich ein sehr deutliches Angebot machen, weil wir hier die Beständigkeit auch haben. Das heißt, du willst eine feste Partnerschaft, du willst Beständigkeit. Vielleicht hast du das aktuell auch mit einem Partner. Und dann kommt jetzt hier Karl-Heinz hier angeschissen, ne, mit hier blablabla. Nee, na, dann kann ich dir ganz klar sagen, nein, du musst echt aufpassen hier, ja. Geh nicht wieder in eine Wiederholung, sondern leg das Ganze ins Grab. Und es kann natürlich sein, dass viele von euch bei der neuen Partnerschaft bleiben und das Alte tatsächlich ins Grab legen und sagen, du kannst mich mal am Arsch lecken, ne? Ich bin nicht hier dein Depp. Gerade wenn es jetzt hier mit Trulla 1 und 2 nicht klappt, dann meldest dich plötzlich hier wieder, ne? Und ich bin nicht eine Option. Oder es ist tatsächlich etwas anderes, wo man sich's erklären lässt, aber auch dann hat es zu beweisen. Das heißt, da müssen Taten folgen. Also mit Worten wird er hier nicht mehr rumkommen. Und vor allem, wenn er genau diese Sache hier probiert, das ist also wieder hier mit Sex und können wir uns da mal treffen und dort mal treffen, aber es kommt wieder hier nichts Beständiges rüber, dann hat er hier schlechte Karten bei dir, wie man sieht, weil dann kann es sein, dass du das Ganze hier wirklich tatsächlich beendest. So. Im besten Falle, wenn er da wirklich hier entweder eine familiäre Angelegenheit hatte oder sich nicht trennen konnte oder was immer hier gespielt worden ist oder so ein Affärenmensch war, ja, dann ist das Beste, was hier passieren kann, dass er das tatsächlich hier ausgleicht, ja, dass er das, was sich hier wiederholt hat, tatsächlich ins Grab legt, ja, dass er sagt, okay, ich möchte keine Affäre mehr, ich möchte keine Verstrickungen mehr, ich möchte überhaupt nichts mehr, sondern ich möchte, dass hier etwas zu Ende geht und damit ich nochmal von vorne anfangen kann, ja. Also es ist ein sehr gewaltiges Orakel, muss ich heute sagen. Ich habe es mir beim Auslegen ein bisschen einfacher vorgestellt, dachte mir, naja, aber das ist es nicht, sondern es ist schon sehr verstrickt und verzwickt, aber deswegen haben wir ja oft das angezeigt. Aber wie gesagt, für dich wird es einen positiven Ausgang haben, weil die Entscheidung liegt hier definitiv bei dir. Ja, was machst du hier draus? So, wir haben hier den Butler. Ja, das ist also wirklich schau voraus, ne, vorausschauendes Verhalten, Achtsamkeit, wirklich hier aufpassen, was kommt hier rein. Und wir haben hier den Filmriss, ja, weil irgendwo verdräng hier nichts, ist ganz wichtig. Lass hier nichts unter den Tisch fallen. Tu nicht so, als könntest du dich an nichts mehr erinnern oder sowas, sondern schau dir das an, was hier wirklich alles war. Ja, also das ist so ein bisschen, kriege ich auch das, nimm die rosarote Brille ab, auch wenn schön ist, wenn er dir hier wieder den Hof macht, sondern bedenke auch das, was vorgefallen ist. Ja, erklären lassen kann man sich's. Ja, alles kein Ding, aber
achte darauf, sei achtsam hier, ja, weil hier will man will wieder etwas rückgängig machen, tatsächlich, ja, und man bereut auch etwas, also wie gesagt, aber es ist so, ja, es gefällt mir nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es ist mir noch, das ist mir hier noch zu, ja, ich habe was erkannt und so weiter, es reicht aber nicht, ja, es reicht noch nicht. Also, wie gesagt, lass es dir zeigen, sei achtsam, pass gut auf, dass man hier nicht wieder irgendwas unter den Tisch kehren will, sondern wenn, dann muss hier Butter bei den Fisch gemacht werden. Ja? Weil nicht, dass du hier vielleicht etwas Gutes schwinden lässt, ne? Und dann hast du hier wieder dasselbe. Ja, also, ja, wie gesagt, achtsam sein. So, wir haben hier den Baum. Das heißt, es ist ein Entwicklungs- und Entfaltungsprozess momentan bei dir. Du nimmst hier deinen Platz ein, ja, du breitest dich aus. Das ist gesundes Wachstum, was wir hier haben, ist sehr viel unterwegs. Das heißt, man ist also schon hier bedacht darauf, ja, diese Blockaden aus dem Weg zu schaffen, die Hindernisse wirklich auch ja, anzupacken. Ja, man stellt sich der Herausforderung natürlich auch hier, um in seine eigene Kraft und Stärke zu kommen, Klarheit einzureichen und hier auch letztendlich mal etwas zu transformieren. Ja, hier haben wir aber auch wieder die Vergangenheit da. Das heißt, ja, man kann Klarheit darüber bekommen und man kann die Vergangenheit auch wirklich in den Sarg legen oder man kann etwas abschließen. Also wie gesagt, was du da machst, obliegt deiner Entscheidung. Das kann ich hier für dich nicht sagen. So, dann haben wir hier unterm Deck den Brief. Also es kommen definitiv Nachrichten rein. Es wird Kontakt aufgenommen. Man möchte dich vielleicht auch hier einladen, ne? Weil man versucht, das Ganze hier wieder in die Beständigkeit zu bringen, was die Liebe betrifft, ne? Aber hier sieht man das Kummer und Sorgen. Man hat wieder Angst vor der Veränderung. Aber man wird hier sehr schnell eine Entscheidung treffen. Ja? Man wird sich hier für einen Neubeginn entscheiden. Nur wie gesagt, wie der Neubeginn ausschaut für dich, das weiß ich nicht. Ja, ob du hier nochmal mit der Vergangenheit anfängst oder falls du was Neues hast, den Neuen eine Chance gibst, wie auch immer. Ne? So, dann haben wir hier die blaue Orchidee. Ja, hier bewundert dich jemand. Ja, ein Geschenk vom Herzensmenschen erhalten. Ich sage ja, der kommt auf dich zu, vielleicht lädt er dich ein, wie auch immer. Man hat die Sehnsucht nach dir. Ne? Auch hier wieder Leidenschaft, Fruchtbarkeit. Ich sage ja auch gerade die sexuelle Anziehung sehr, sehr hoch. Vielleicht du bist für ihn so ein optisches Highlight auch. Also es ist auch wieder jemand, der ein bisschen nach, auf das Aussehen bedacht ist, weil du einfach hier gerade in der Blüte deines Lebens stehst und das ist natürlich wahnsinnig anziehend und das sage ich euch immer, ne? Wenn euer Licht wieder scheint, wenn ihr Energie habt, wenn es euch gut geht, ja, dann kommen die wieder aus ihren Schneckenhäusern plötzlich raus, da meldet sich wieder alles, ja, weil dann merken die das, dass du die Energie abziehst, dass du auf dich achtest, dass du gut gehen lässt, ne? Und sie tümpeln da irgendwo rum. Und dann wollen sie natürlich da anschließen. Aber man muss echt aufpassen, ne? Dass man sagt, naja, was steckt denn wirklich dahinter? Ja, also es ist, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, mit Vorsicht zu genießen, sondern einfach die Achtsamkeit dahinter reinzuhängen, zu sagen, schau dir das genau an, was hier vonstatten geht. Wir haben hier die Lampe, das heißt, es wird hier für Klarheit gesorgt. Ja, es kommt Erleuchtung, Erkenntnis rein, das, was ich da am Anfang auch schon gesagt hatte. Und wir haben hier Paris drunter. Ne? Also man möchte ja hier wieder, wie gesagt, das Leben genießen, das Leben lieben. Man möchte eine positive Einstellung haben. Das nehme ich aber eher für dich wahr, ne? Dass man sagt, du bist jetzt hier in deiner Reinheit wieder. Du bist wieder in deiner ganzen Schönheit. Ja, du leuchtest sozusagen von innen, weil es kommt ja von innen nach außen. Ja, und wenn ich mit mir selber im Reinen bin, mit mir selber im Ausgleich bin, ja, dann strahle ich das auch aus und das zieht halt wieder alles an. Ja, und mein Motto ist, wo fliegen die Motten hin? Die Motten fliegen ins Licht und da fliegt aber alles hin ins Licht. Das heißt, du kannst es dir aussuchen. Ja, und für einige wird es hier wirklich eine Wahl sein. Das heißt, solltest du dich schon in einer neuen Partnerschaft befinden, dann wirst du die Wahl haben zwischen etwas Altem und etwas Neuem. Und solltest du hier in keiner Partnerschaft sein, dann ist es hier dein Wunschpartner, der hier nochmal antrabt. Da musst du für dich entscheiden, ob du das nochmal haben möchtest. In der Beachtung, dass du hier keine Affäre mehr sein sollst. Ja, also bitte nicht mehr da nochmal einsteigen in das Karussell. Sondern wirklich zu sagen, nö, also für eine Affäre bin ich mir in Zukunft zu schade. Entweder geht es hier in die Beständigkeit, in eine feste Partnerschaft oder du gehst hier hin, na, wo der Zwerg sein Haus geschlagen hat.
Und für alle anderen kann es hier eben sein, dass es hier mit einer weiblichen Person noch zu tun hat, wo also etwas im familiären Bereich in den Ausgleich geht. Aber auch da bitte ich dich, nicht mehr klein beizugeben, sondern wirklich für dich selber hier einzustehen, ja, für dich gucken, dass es in einen Ausgleich geht und sagt, okay, das Thema ist hier ein für alle Mal beendet, ich möchte keine Wiederholung mehr. Und dann wirst du natürlich auch genau diese Wertschätzung und Respekt im Außen bekommen, definitiv. Ja, so, jetzt habe ich eh schon wieder viel zu viel gelabert, aber ihr seht, es ist ein sehr verstricktes, verzwicktes Orakel heute. Also ich bin mal gespannt, wer damit in Resonanz geht oder inwiefern das für euch stimmig ist. Ihr könnt mir das gerne hier, wie gesagt, per E-Mail, per WhatsApp mitteilen oder per Facebook könnt ihr mich anschreiben. Interessiert mich doch immer sehr, für wen das passend ist. Es kann, wie gesagt, auch nur eine Randgruppe heute sein. Ja, so ist es halt. Ja, nicht jeden Tag dasselbe, aber schon wieder sehr interessant. Also ja, die Qual der Wahl, würde ich mal sagen. Was machst du? Ja, meine Lieben, das war's für mich. Für mich, ja, für heute von mir. Und wir hören uns natürlich mit dem nächsten Orakel. Ich werde auch, wer noch keine Mitgliedschaft gemacht hat bei mir, sichert euch das Premium. Da gibt es auch Orakel, spezielle Orakel. Da werde ich jetzt auch wieder das Seelengespräch abdrehen. Das heißt, was will er dir sagen? Ja, also wen den interessiert. Wie gesagt, da gibt es etwas detailliertere und ja, eben, wie gesagt, nicht für alle zugängliche Orakel. Also wer da gerne dabei sein möchte, ich würde mich freuen, ne, für die Unterstützung auf meinem Kanal. Lasst mir hier gerne auch ein Abo da oder ein Like. Auch das freut mich und unterstützt meinen Kanal. Ja, und dann können wir den hoffentlich immer weiter und schöner und größer ausbauen. Und wie gesagt, teilt auch das Video, wenn ihr meint, es könnte vielleicht auch noch jemand anders helfen. Freue ich mich. Also ich freue mich eigentlich über alles. Ist egal. Hauptsache, ich habe euch immer hier dabei. Jo, so, und jetzt bin ich auch weg. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen wundervollen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba, ciao, ciao, eure Melanie.